Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Tourette backt dafür das Kuchen mit Kristall, da freue ich mich doch drauf. Ja, Kristall gucke ich mir sehr oft an, ne? Und ich bin mal gespannt, wie der Kuchen so wird und wer diesmal der Oberhaupt sein wird und ja, wer wirklich backt und nur hinguckt. Ich denke mal, Gisela will wieder alles kaputt machen, Tim versucht irgendwie dagegen zu halten und Kristall backt. So wird's sein. Oh, diese scheiß Christenschlampe. Hast du auch Sex mit Tieren? Ja. Die Frage also, hast du überhaupt. Bist du überhaupt drin, deiner Kollegin, der Budecki? Okay. Ah, heiß. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kristall ist ja vor gut einer Woche bei uns zu Besuch gewesen. Da haben wir mit ihm etwas gebacken bzw. es versucht. Und um es ganz ehrlich zu sagen, wir haben an dem Tag die Anmod vergessen. Daher wird diese jetzt nachträglich nochmal gemacht. Und wir wünschen euch bei diesem Video ganz, ganz viel Spaß und hoffen, dass es euch gefällt. La! Da! Moin, was geht? Alles gut bei dir? Alles bestens. Ich habe noch ein paar Sachen mitgebracht. Ach guck mal, ihr seid auch schon gut vorbereitet. Ja, genau. Also wir machen heute einen fetten Dafalas-Kuchen. Wie bist du so bewandert mit dem Backen? Ich bin eigentlich eher so der Typ, der das... Jetzt kommt natürlich die große Frage, darf er das? Darf er diesen Kuchen backen? Darf er das? Ja, ich glaube schon. Fertige Produkte dann einfach auch isst. Wir sind auch nicht viel besser, oder? Also mit dem Kochen sind wir schon ziemlich gut bewandert, machen das ja regelmäßig. Nur mit dem Backen nicht so. Also deshalb backen wir jetzt. Das ist ja noch keine... Ja, genau. Ja, dann, cool. Dann lass uns anfangen. Also pass auf, Butter, Eier, Zucker, Milch und so weiter. Jetzt im Guckton, haben wir das so? Sollen wir einfach mal anfangen, irgendwas abzuwiegen mit irgendwelchen Schalen? Wurde diese Sahne abgeklebt? Ja. Denkst du, zwei Schüsseln reichen wahrscheinlich nicht, ne? Wie schwer ist denn die Butter insgesamt? 250. Ah ja, dann... Und wir brauchen 150. Das heißt... Das ist 100 weniger einfach. Das kriegst sogar ich ausgerechnet. Guck mal, das wären 125, wir brauchen 150, dann ist es sowas hier, ne? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, aber das ist ja voll schlau, warum sind wir da noch nicht da gekommen? Keine Ahnung. Dafür bin ich ja da. Soll ich schon mal die Milch in den Meth-Becher? Meth-Becher? In den Meth? Meth? In den Meth-Becher? Meth-Becher? Crystal Meth. Die Butter muss sie aufgewärmt werden eigentlich? Ich hab gar keine Ahnung. Ich ein bisschen auf. So die backen zusammen. Kristall, ich hab gar keine Ahnung. Oh Mann, was wird das für... Ich bin gespannt. Ja. Also ich habe wirklich von Backen keine Ahnung. Ihr seid auf jeden Fall viel Deko, also so schmeckt das einfach nach Zucker so. Also du könntest einfach geil dekorieren und dann einfach so tun, oh, das ist so lecker. Okay. Okay. Ich schmecke ja eh seit zwei Wochen. Mach das auch immer. Wieso? Ist egal. Alles klar. Man muss ja sagen, ihr seid sehr erfolgreich mit eurem YouTube-Kanal. Gewitter im Kopf. Ja, also... Scheiße, ne? Sag mal lieber, nee, wir sind nicht so, aber wenn jemand sagt, ihr seid ja richtig und richtig erfolgreich, das sagt man nicht gerne. Ja, es ist immer komisch darauf zu antworten, weiß ich nicht. Empfohlen.de. Ja, uns kennen so ein paar Leute, so ein, zwei. Geld verdienen als Online-Tester. Nee. Vermutlich eine bessere Einschaltquote als du. Das kann auf jeden Fall sein. Ja, das wird so sein. So, Eier brauchen wir. Eier, wir brauchen Eier. Habt ihr Eier da? Nee, leider nicht. Das ist schlecht, habe ich auch nicht. Dann müssen wir schnell mal um die Ecke zum Supermarkt laufen. Ist hier einer direkt? Ja, mehrere. Wir sind okay. In Köln. Super. Könntest du denn schon vielleicht so ein paar Sachen hier einfach schon mal fertig machen? Sollen wir den echt allein in der Küche? Das ist ein Vollidiot. Ich krieg das hin. Trau mir doch mal ein bisschen. Kannst du überhaupt lesen? In den paar Minuten, wo Tim alleine in der Küche ist, wird nix passieren. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Wissen kann ich. Aber ich krieg das hin. Sehr gut, dann kannst du schon mal abwiegen und so. Ja. Also nicht mich bitte, das ist unangenehm. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz in den Supermarkt. Genau. Okay, dann bis später. Mach's gut. Wir sind wieder da. Ah, das ging aber schnell. Ja. Habe ich geschafft, irgendwas Sinnvolles hier zustande zu bringen in der Zeit. Das ist das, was du bisher gemacht hast? Nee, da sag ich doch überhaupt gar nichts. Ich habe das Rezept gelesen. Okay, das ist schon mal schön. Wahnsinn, du hast wirklich die Butter in den Topf gelegt? Ja. Nee, das hab ich gemacht. Das hast du gemacht? Das hast du gemacht die ganze Zeit? Wirklich nur das Rezept gelesen? Ja. Wir waren eine halbe Stunde weg. So. Eine Stunde. Ich fang schon mal an. Jetzt, ich finde das immer so geil. Das ist bei Tim immer so übelst geil. Jemand fängt was an und dann stellt sich Tim so übelst weit weg und guckt einfach nur, wie das wird.
Ey, ohne Mist, ich würde mal Tim echt übelst gerne komplett alleine sehen. Wirklich komplett alleine, dass er mir wirklich komplett alleine einen Kuchen backt. Ich will das mal ohne Mist mal sehen. Ich will mal wissen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, er wird total überfordert sein. Aber ich bin's genauso, ne? Also wenn ich dann hier einen Kuchen backen müsste, ich wäre genauso überfordert. Aber ich will es halt echt mal sehen. Irgendwie falsch aus, oder? Irgendwie ist das nicht richtig. Nee, tatsächlich koche ich sehr, sehr gerne. Ja? Ich koche sehr, sehr gerne. Was am liebsten? Isst doch sehr, sehr gerne. Wasser. Wasser koche ich zum Beispiel gerne. Es ist dein Haushalt, es bleibt alles so, wie es hier ist. Halt, stopp! Das ist so unprofessionell. Butter! Das sah irgendwie. Das sah gerade voll aus wie Kartoffelpüree, ne? Das war doch okay, das, ja, das reicht wohl. Gut. Da Zucker noch rein, ne? Zucker muss rein. Da ist aber auch nicht Zucker. Das war nicht zu viel, oder? Gut. Ach, ich würde mehr. Scheiß Christenschlampe. Also wenn die Butter da drunter geschlagen wird, ich würde es einfach hier reinklatschen. Mach das doch mal. Ich kann das in deine Fresse klatschen. Ich habe bei dir manchmal das Gefühl, dass du Sachen aussprichst, die ich denke. Hast du auch Sex mit Tieren? Ja. Erwisch. Aber ist halt wirklich so. So, Gisela spricht halt das aus, was wir uns sehr oft denken, wo wir einfach sagen, nee, wäre jetzt unangebracht, das jetzt zu sagen, ne? Ich denke mir auch so manchmal, ja, man kennt ja so auf Arbeit und sowas oder so unterwegs. Am liebsten würde ich jetzt mal mein Maul aufmachen, aber man lässt es dann doch lieber bleiben, ne? So. Sicher. Sie können die Werbung überspringen, so wie Sie den Kauf von Amazon-Aktien übersprungen haben, so wie Google. Klar. Und mach ich auch. Tschüss. Kommt da noch irgendwas rein? Nee. Der hat gesagt, ich kann's noch machen. Noch ein Ei. Nein, nicht noch ein Ei, das ist schon wieder noch zu viel. Noch ein Ei. Brauchen nur... Das schmeckt geil. Sahne glaube ich nicht. Nein, die Sahne kommt erst im Dekorator. Nein, die Sahne. Die Sahne. Du bist aber... Du machst alles so, wie du meinst. Ich weiß. Wirf mal einen Stein gegen die Kirche, ich raste aus. Das sieht echt aus wie Rührei, das gerade rauskommt. Boah, das war ich im Little Nonna. In den Topf, nicht auf den Boden. Ist das nicht Käse? Nicht kann der. Hä? Nicht mal Gesamtwert schreiben kann der. Kann ich das nochmal umrühren? Ja, hol doch mal. Boah, das sieht irgendwie nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Bereitest du mal ein Essen? Das sieht zwar aber nicht aus. Wirklich. Normalerweise retten wir das an der Stelle immer mit Mehl, damit es dickflüssiger wird. Ja, hier ist Mehl. Stichwort. Kannst du eigentlich irgendetwas? Mann! Okay. Wer hat mir das jetzt gerade gesagt? War das jetzt Jan oder war das Gisela? Halt. Jan. Also ich mach mal ein bisschen Mehl. Da muss. Also ich muss sagen, ich finde Gisela ein bisschen sympathischer als Jan, aber das ist nicht einfach. Findest du? Ja. Und du bist schon sehr sympathisch als Jan, aber Gisela. Hat halt sehr viel Humor, muss man sagen. Ist vermutlich noch mehr als ich. Also, das ist schon so gut. Das sieht halt aus wie okay, wow. Wow. Scheiße. Ja, weil ich glaube, Eiweiß darf da nicht rein. Oh. Vielleicht habe ich auch zu viel Zitronen. Eiweiß darf da nicht rein. Boah, Eiweiß darf da nicht rein. Eiweiß darf da rein. Das ist ein Proteinkuchen. Ein Päckchen Backpulver. Das muss ich diesmal ist es. Ich finde, diesmal ist es ja noch schlimmer mit der Chaos-Drobe, weil diesmal keiner so wirklich Plan hat. Oh nee. Das, oh nee. Ah, schön, ey. Geil, ja. Ich würde einfach, wäre ich jetzt so Kristall, würde ich jetzt einfach sagen, komm, wir holen uns jetzt einen Kuchen einfach. Von mir aus kann man ja zum Bäcker gehen oder so, hier Konditor gehen oder hier Edeka gibt es jetzt auch so Kuchen und sag mal, hier, das haben einmal einen Cut am Ende machen und hier, das haben wir gezaubert. Das ist ganz wichtig. Weil jetzt wird aus der Rührei-Kotze wird jetzt ein Kuchen. Eiweiß zu steifem Schnee schlagen. Das schmeckt einfach nur süß. Und Zitrone. Bei eurem Sender werden die Leute angenommen, die bei ProSieben rausgeflogen sind. Wollen wir das nochmal richtig mit. Ja, ich glaube, besser ist das. Wer macht drin? Mach doch drin. Okay. Es ist ja jetzt so, dass man nicht einfach, dass jeder, der Tourette hat, einfach sagen kann, ich mache einen YouTube-Kanal und damit Erfolg haben wird. Ja, wenn man mit Tourette in Nordkorea lebt, wird das schwierig. Da gibt's die Plattform nicht. Doch, gibt's auch. Ich hab gerade ein bisschen Angst gerade. Echt? Das ist einfach ein Riesentopf mit. Also ich fühle mich total sicher gerade. Ich weiß aber gar nicht, was passiert. Meine Mutter hat mir das mal so gezeigt, weil die sich immer aufgeregt hat, dass wir diesen ganzen Block genommen haben und den einfach da rumgerieben haben. Ist bei deiner Mutter immer noch alles voll eigentlich? Mhm.
ihr seid ja auch RTL, da habe ich Interesse daran, dass ihr vor die Wand gefahren werdet. Okay. Ihr beschäftigt Menschen wie den Pocher. Weißt du den Pocher nicht? Ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber ich habe nichts gegen den. Olli, da kann man wirklich sagen, Olli ist ganz anders, als man denkt. Noch kleiner. Soll ich deine Kollegen vollsauen? Soll ich euch vollsauen? Also ich persönlich finde es total doof, wenn du das machst. Also mach's bitte bloß nicht. Das Triggern ist gar nicht so einfach. Ich versuche es so ein bisschen, aber ich habe... Ja, wenn das so offensichtlich ist, dann geht's nicht immer so tricky, Mann. Ich bin in der Psychologie noch nicht so richtig drin. Das Wo bist du überhaupt drin? Deiner Kollegin, der Budecki? Nicht mal da. Nicht mal da. Vermutlich bist du bis zur Hälfte, ne? Wenn wir Stopp sagen, ist das dann auch für dich möglich, Stopp zu machen? Ja. Nein. Weil es wäre jetzt, glaube ich, echt wichtig. Stopp. Boah, ich dachte jetzt... Egal, zu spät, halt's Maul. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, was haben die hier eigentlich für Kameras? Das ist hier meine ganze Wohnung. Noch nie mal. Das ist, Das sind drei Wohnungen. Ah, schön, ne? So, eine Stunde, ne? Läuft ja. Das dann einfach los? Das muss man auch auf Mach das mit der läuft schon. Cool, super. Okay. Eine Stunde. Das. Und, wie sieht's aus? So, ist abgekühlt. Ja, aber ist so ein bisschen noch lauwarm. Ist ein bisschen flach geworden, ne? Ja. Naja. Das sieht aus wie ein übelst hässlicher Cookie. Was ist das denn? Da ist mehr daneben gegangen, als da drinnen geblieben ist. Er muss ja nicht normalerweise hochgehen. Eigentlich schon. Aber der ist ja hier zur Seite gegangen, da war irgendwie... Der hat keinen Bock hoch. Ich weiß nicht, ob ich an den 37 Eiern lag, die du da reingemacht hast. Nee. Vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Ist das Ja-Milch? Nein, das ist abgeklärt. Nein, das ist Nein-Milch. Ja, oh. Achso. Das riecht... Ich dachte gerade, dass der Jan irgendwelche Handys da reinmacht. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es Schokolade ist, ey. Irgendwie richtig. Ja, doch, du hast recht, es riecht schon ein bisschen verbrannt. Das sieht auch wieder so richtig kacke aus. Weißt du, beim letzten Mal haben wir das doch so geschmolzen, indem wir das in heißes Wasser getan haben, richtig? Oh mein Gott, warum machen wir das nicht? Schritt weiter. Das ist jetzt auch nicht das Nonplusultra, aber das sollte funktionieren. So, stopp. Sieht bitte eklig aus. Ja. Oh, ah, heiß. Ich hab den Oberteil vorgesaut. Mein Problem war neu, deswegen hänge ich. Ich hänge noch nicht so dran. Oh nein, das ist gut. Egal. Du hast dich gerade entschuldigt und hat der Jan hier gesagt, nee, es tut mir gar nicht leid. Das war gar nicht Gisela. Ehrlich gesagt. Habe ich noch nie ein schöneres Gefühl gehabt als warme Schokolade auf meiner Nase. Ist es eigentlich so, dass es jetzt hart wird und ich krieg's einfach nie wieder ab? Ha! Tja! So, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das war, glaube ich, auch nicht zu verstehen. Oh, scheiße, das ist versaut. Ja, danke. Das war gerade koreanisch. Das sieht echt scheiße jetzt aus, aber es passt zu dir. Danke dir wirklich von Herzen. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das ist einfach zu blau. Ich bin bei den Drehs auch häufig blau. Ist weg? Nicht ganz. Danke. Ja. Hier noch ein bisschen. Muss man ja, was? Ach was. Ich glaube, es geht hiermit leichter. So, mach doch mal. Der Feuer okay. So klar. Und alles springt zur Seite. Oh! Wie geil, wie guck dir mal an, wie Kristall auf einmal so Platz geschaffen hat. Er war gerade so fast Körpernähe, ne? Und dann ist er hier hinten. Ich glaube aber, beim allerersten Mal, wenn man das so nicht kennt, ne, für die Leute, die so Gewitter im Kopf vielleicht auch nicht, gar nicht verfolgen und die zum ersten Mal jemanden sehen, der Tourette hat und sowas, ich glaube, da würde man auch immer wegspringen, ne? Bitte. Ja. Das kann ja sein. So. Boah, sieht das schön aus. Mit dem Ding. Ja. Ich dekoriere schon mal. Das ist doch super. Dann haben wir das schon mal. Gut. Einfach mal umdrehen. Super. Das ist der schönste Kuchen, den ich heute gesehen habe. Wie viele Kuchen hast du heute gesehen? Den. Aber das ist doch jetzt irgendwie Quatsch. Und jetzt haben wir Schokolade auf beiden Seiten. Soll das nicht andersrum? Oder so. Oh. Einfach ganz das darfst du nicht. Jetzt finde ich es schön. Nein. Da. Also da fängt schon mal an zu dekorieren. Mach es auf. Wisst ihr, was ich gerade sage? Mach es auf. Aber du trägst heute mal kein Ketchup. Ich würde so gerne rumsauen, ne? So. Ich kenn das. Welche? Hm? Was ist denn das?
Harlack oder was? Das sieht irgendwie ungeil aus. Ich habe immer drei Worte, da kann ja jeder ein Wort schreiben. Okay, nee, ich lasse es lieber, ich mach's nur noch schön. Ich glaube schon. Okay, das hat's jetzt nicht besser gemacht. Deswegen ist die Leute, die dabei waren, die verstehen, was da steht. Nee, nur verstehen die auch nicht. Nur ein paar. Ich wollte. Oh, Chris, möchtest du so viele Kugeln? Nein, die Schrift! Oh mein Gott, nein! Ich fahr eigentlich in den Topf rein. Was? Klar. Halt die Schnüsse, du Hurensohn. Hey, ich finde die wunderschön. Ist das nicht wunderschön? Ja, das ist nicht wunderschön. Also die, der Kuchen sieht so ein bisschen aus von wegen ein Biss, da hast du deinen Zuckerhaushalt für die nächsten 30 Jahre. Die nächsten 30 Jahre brauchst du keinen Zucker mehr essen, ne? Aber ich frage mich jetzt gerade die ganze Zeit schon, was hat jetzt eigentlich effektiv der Tim gemacht? Was hat effektiv der Tim gemacht? Ich finde das immer so cool, ne? Es ist noch nicht vollbracht. Was denn? Möchtest jetzt du Sahne haben? Ich bin so gespannt, und ihr auch? Ja. Wow. Du frisst zuerst. Oh, da drauf erstmal eine Cola, ey. Hui. Ich hab echt ein gutes Gefühl. Ich auch. Ja, Diabetes, würde ich sagen, ne? Jo, also. Schmeckt übrigens gut. Heute erst bei Gewitter im Kopf. Heute war eher ein leichtes Grummeln als ein fettes Gewitter mit Blitzen. Du hast dich heute. Da kam gleich doch eine Sitzung auf dem Klo. Besser hätte ich nicht zurück zu mir ins Studio geben können. So, wir sind am Ende dieses wunderbaren Drehtags angekommen. Vielen, vielen Dank, dass wir in deiner Show sein durften. Ja, super gerne. Also, ihr seid eine Bereicherung. Mega Spaß gemacht. Dankeschön. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Ihr seid für die Show auf jeden Fall. Was hast du gesagt? Auf der Kuchenbereicherung. Ja, aber für die keine Bereicherung. Das kann man wirklich so sagen. Also, für die gerne Kuchen essen, esst es bitte nicht. Ja. Besser nicht bei uns. Also, zumindest nicht diesen Kuchen. Sonst ist unser Kuchen immer bester. Das glaube ich auf jeden Fall. Und wenn ich irgendwann nochmal zu euch kommen darf, komme ich selbst. Ey, ohne Scheiß, du bist immer eingeladen. Gerne. Komm gerne mal vorbei. Ja, egal, bei mir auch, ne? Wenn wir einfach ein bisschen weit laufen oder wenn wir nochmal einen Kuchen backen. Ich glaube, das lassen wir jetzt. Aber ein Schnitzel. Seht doch mal mit Schnitzel. Da bin ich gespannt. Falls ihr die Show verpasst habt, könnt ihr euch das Ganze bei TV Now nochmal anschauen. Richtig. Und ja, danke für den schönen Tag. Ja, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Ja, hoffe ich auch. Tschüss, tschüss. Tschüss. I just can't let you go. Lord knows that I was denn das für ein langer Abspann, krass. You said I would never. Okay, ja, also ich denke mal, die werden jetzt eine längere Sitzung halten müssen, eine längere Konferenz. Und nee, ich finde das schön, dass Tim so gut mitgemacht hat. Es gibt halt nicht ein Video, aber wirklich nicht ein Video, wo Tim mal wirklich Scheiße. Ah, ich finde das immer so geil, wenn Tim mit dabei ist. So, keine Ahnung, der steht halt da so. Ach cool. Nee, es muss wieder Revi. Es muss definitiv wieder Revi kommen, sonst wird das beim nächsten Backen wieder eine Vollkatastrophe. Aber nee, Kristall, du kannst auch gerne zu mir kommen. Wir können auch Kuchen backen. Ja, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sind uns definitiv da. Die verkusert dich für ein nächstes Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.